Hallo ihr Lieben, hallo. Willkommen bei Würfel und Zucker. Wir zeigen euch heute Smart 10. Mega, mega cooles Push Your Luck Quiz Spiel. Das habe ich schon vor Jahren bei den Skandinaviern in Nürnberg auf der Messe gesehen und fand es super toll und habe die ganze Zeit gehofft, dass irgendein deutscher Verlag sich dem annimmt und eine deutsche Version auf den Markt bringt. Und die gibt es seit, aber auch schon wieder seit 2 Jahren vielleicht, eventuell, 2019? Das ist noch was früher, nee, 2018. Ich glaub nicht. Ah, 2018, ja gut. Ja, okay, 2018 bei Piatnik erschienen und ja, das Spiel sieht aufgebaut so aus. Süß. Ja, das ist tatsächlich alles. Ist so eine coole Schachtel, kannst du also tatsächlich auch in den Rucksack schmeißen, kannst du wunderbar mit in die Bahn nehmen oder so, was ich auch sehr, sehr cool finde an dem Spiel, dass es sehr, sehr portabel ist. Und hier drin ist ein riesen Stapel mit Fragen. Und die sind hier so, ne? Guck so, so. So. Und es geht immer um die Frage, die oben ist. Beziehungsweise das sind gar nicht unbedingt Fragen, sondern das sind einfach Aussagen. Und in diesem Fall ist die Aussage welche? Reinschieben von oben. Reinschieben von oben. Ja, ja, das ist ein Ding, das habe ich nie so richtig. Ja, wenn man sich daran gewöhnt, kann man es auch. Okay, was ist die Aussage? Jahrzehnt der Veröffentlichung dieses Hits. Okay, gut. Dann gucken wir mal, was haben wir denn für Hits? Wir haben Black or White von Michael Jackson, Back to Black von Amy Winehouse, Staying Alive von den Bee Gees, Sexy and I Know It von LMFAO, Hey Jude von The Beatles, Toxic von Britney Spears, Happy von Pharrell Williams, Call Me von Blondie, J-House Rock von Elvis und One von U2. Okay, ich fange mal an. Na toll. Und sage, One von U2 war in den 80ern. Oh Gott, war das One von Metallica? Ach, scheiße, One von U2? Ich kenne One von U2 gar nicht. Verdammt. Dann, ach, das weiß ich nicht. Ah, damit. Ja. Ich bin mit Jahrzehnten, finde ich, gar nicht immer so gut. Oh Gott, hey Jude. Da hat übrigens einen Punktezähler. Ja. An der Maschine. Richtig, genau. Ah. Komm, nochmal, ich Black or White. Das Black or White war auf jeden Fall in den... Oh Gott. Muss ich jetzt überlegen. Ich muss rechnen. Ja. 90ern. 78. Ja. 90er. Oh, es kann nur peinlich werden. Sieht so aus. So, Toxic Britney Spears. Das war auf jeden Fall in den 2000ern. Wie alt bin ich? Welches Jahr haben wir? Ja, genau. Wie alt war ich damals? Ja, genau. Ja, 2000er war das. Sehr gut. Ja. Falls ihr es nicht lesen könnt, ja, das steht da. Staying Alive von den Bee Gees war in den 80ern. 70ern, verdammt. So, das ist jetzt nämlich schon der Punkt. Also ich habe halt gesagt, ich weiß noch was und mache weiter und habe es aber verkackt und deswegen kriege ich einfach mal 0 Punkte. Und Mirko könnte jetzt noch weitermachen. Das ist nämlich diese Push-Your-Luck-Geschichte. 2010er, also, Happy, Pharrell Williams. Sehr schön. Willst du noch mehr? Oh, nee, weil das ist ja schon mal ein Vorsprung. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich höre auf, kriege genau. Ich... Du kriegst 2 Punkte. Warum nur 2? Weil du 2 richtige Antworten gegeben hast. Ja, okay. Also ich krieg 2 Punkte. Genau. Also hier unten sind tatsächlich solche kleinen Rädchen und da kann man die Punkte zweistellig einstellen. Und das Coole ist, das kann man jetzt auch in der Kamera wahrscheinlich relativ schwer sehen, aber hier sind tatsächlich so ein bisschen Marker dran. Also das heißt, Mirko hat jetzt das mit den Punkten und ich habe hier das mit den Quadraten und drüben ist es mit den Sternchen und mit den Dreiecken. Also man kann dann auch wirklich noch genau wissen. Genau. Ja. Das Push-Your-Luck-Element ist halt, traue ich mich noch zu antworten, mache ich weiter. Und es sind nicht nur die Antworten dort angegeben, sondern manchmal auch einfach so ja, nein. Ne? Also ist ein Freihandelsabkommen, ja, nein. Und dann musst du halt sagen, da hast du schon mal 50-50, ist ein bisschen einfacher. Genau. Und es gibt auch noch so was Hübsches mit Farben, das macht jetzt mal. Einfach mal, um zu zeigen, das ist auch, das ist das Falsche, sich optisch was ausdenkt, jetzt
alle mal weggucken. Man muss natürlich vorher die Nupsis reinmachen, bevor man die neuen Frage da einmacht, logischerweise, sonst sieht man es ja schon. Die hauptsächliche Farbe von... Okay, die hauptsächliche Farbe von Pikachu ist gelb. Garfield ist orange. Papa Schlumpf ist blau. Wow, da steht Papa Schlumpf. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ja, da kenne ich ja nichts für. Ich habe das von hier aus gesehen. Ich wollte gerade sagen. Ja. Ich habe tatsächlich, wenn du von hier guckst, steht dann nur Papa Schlumpf. Das hätte ich natürlich gewusst. Aber es ist ja Papa. Warum hätten sie einfach Schlumpf geschrieben? Ja. Guck mal hier. Naja, T-Shirt von Puderbär ist rot. Das Hemd von Homer Simpson ist weiß. Die Hose von Patrick Star ist grün. Die Hosen der Minions sind blau. Die Hose, oh Gott, nee. Doch, die... Die Hose von Asterix ist die schwarz oder rot? Goofys Hose. Oh, was haben die denn mit Hosen? Popeyes Shirt ist das nicht gestreift? Okay, ich glaube, ich würde jetzt aufhören. Mhm. Ich glaube, die Hose von Asterix ist schwarz, ist oder? Rot. Und sein T-Shirt ist schwarz. Schwarz, ne? Ja. Und Popeyes Shirt blau wahrscheinlich, oder weiß? Ich glaube, das ist tatsächlich, ist es nicht wirklich gestreift? Und ja, ist es dann nicht eher weiß? Schauen wir mal. Schwarz. Schwarz, oh. Und Goofys Hose ist blau. Nee, Goofys. Wie ja, blau, sieht denn Goofy blau würde ich auch sagen. Ich würde blau sagen. Blau. Ja, blau. So. Ja, aber sowas gibt dieses Quiz vor und es ist super witzig, weil es ist mega abwechslungsreich und spannend. Ja. Also wie du das machst. Unfassbar unterschiedlich, auch im Schwierigkeitsgrad. Genau, und es ist ein dicker, fetter Stapel mit Fragen, zweiseitig. Und ich glaube, es gibt inzwischen auch schon eine Erweiterung, die wir allerdings noch nicht haben. Weil das bei uns 200 Fragen, selten jemand durchspielt. 2000 Antworten. Ja. Also wir finden das System extrem gut umgesetzt. Und auch da ist es halt so eine Geschichte, selbst wenn du nicht so viel weißt, kann das gut sein, dass du trotzdem relativ viele Punkte bekommst, weil Menschen, die mehr wissen, neigen ja oftmals dazu, sich so ein bisschen zu überschätzen und dann so, ah komm, das weiß ich noch, das weiß ich noch, das weiß ich noch. Und dann sind sie halt vielleicht schneller mal auch verkehrt. Und man kann sich auch alleine quasi testen. Also man kann absolut, ja quasi auch alleine durch und gucken, was man alles weiß. Ja, genau. Ja. Also das ist eine schöne Sache. Und dadurch, dass das so, auch für unterwegs. So eine kleine, ja, genau, super. So eine kleine Box ist, kannst du einfach mal so in den Rucksack schmeißen und los geht's. Also so eine Bahnfahrt wird damit mit Sicherheit angenehmer. Dass überhaupt noch ein Regelwerk drin ist, ich meine, das ist fast schon selbst erklären. Genau. Ja, das war Smart 10. Super smart und ja. Kann man nichts mit falsch machen. Genau. Viel Spaß.